Hallo, die nächste Frage betrifft das Alter. Das war ein Kommentar unter einem meiner Videos. Leider habe ich vergessen, welches Video das war. Und da steht: Dein Video berührt eine vielleicht müßige Frage, die mich oft beschäftigt hat. Welchen Einfluss hat das Lebensalter auf die Möglichkeit des Erwachens? In der Jugend ist der Verstand naturgemäß flexibler, offener und weniger geprägt von Vorurteilen und vermeintlichen Errungenschaften. Der berühmte Anfängergeist. Im Alter hingegen nimmt naturgemäß die Identifikation mit dem Körper, mit Eitelkeiten, schwindenden Lebenszielen und Errungenschaften ab. Es gab Leute wie Ramana, die in früher Jugend ohne jegliche Ausbildung spontan erwachten. Andere suchen ein Leben lang. Ist Alter, auch wenn es letztlich Illusion ist, deiner Meinung nach ein Faktor? Der Fragesteller selbst sagt, dass die Frage vielleicht müßig ist. Müßig insofern, als selbst wenn ich jetzt der Meinung wäre, dass Anfängergeist wichtig ist und dass man so früh wie möglich mit der Praxis beginnen sollte, was soll ich einem 60-Jährigen sagen, dass er ja erstmal wiedergeboren, wiederkommen soll, ne? Ich meine, da gibt's so eine Koan-Geschichte, wo einer tatsächlich einem 100-Jährigen oder sagt, wart bis zum nächsten Leben, ne? Und komm dann als Wiedergeborener, ne? Und dann kommt er im nächsten Leben als 7- oder 9-Jähriger oder so an, ne? Aber ja, wenn du im konkreten Leben einen 60-Jährigen vor dir hast, und der fragt dich, hätte ich vielleicht besser mit 20 anfangen sollen? Ja, vielleicht, aber so wie ich schon vor ein paar Wochen gesagt habe, der beste Zeitpunkt, der einzige Zeitpunkt, um mit der Praxis zu beginnen, ist jetzt. Und wenn du jetzt 20 bist, dann beginn als 20-Jähriger und wenn du 60 bist, dann mach's als 60-Jähriger. Ne? Was natürlich nicht bedeutet, dass Alter keine Rolle spielen würde. Wie auch der Fragesteller richtig anführt, ist man in der Jugend oft flexibler. Ich meine, es gibt auch junge Leute, die alles andere als flexibel sind und mit Vorurteilen rumlaufen. Aber verglichen mit dem Alter hat man es da manchmal einfacher, ne? Und im Alter nimmt naturgemäß die Identifikation mit dem Körper, mit Eitelkeiten, schwindenden Lebenszielen und Errungenschaften ab. Na, das ist eher, glaube ich, im höheren Alter so, ne? 40, 50 ist die Identifikation mit den Errungenschaften, auf die man sich was einbildet, besonders hoch, würde ich sagen. Aber was im Alter auch abnimmt, ist Sexualität. Ein Thema, über das ich ja jetzt schon häufiger gesprochen habe. Und mit 20 hat man da ganz andere Probleme als mit Anfang 50 zum Beispiel, ne? Wo ich jetzt bin. Das ist etwas, was einfacher ist dann im Alter als in der Jugend. Und in Antaichi bekanntlich bitte ich ja die Leute zu kommen, bevor sie 40 sind, ne? Also man kann zwar auch als 40 oder 50 oder 60-Jähriger praktizieren, aber in einer Umgebung wie Antaichi ist es schwierig, ne? Hat auch was mit der geistigen Flexibilität zu tun, aber vor allen Dingen mit den körperlichen Anforderungen, ne? Die das Leben im Kloster einem stellt. Ich selber habe die letzten Jahre gespürt, dass ich da oft über meine Grenzen gehen musste, obwohl ich als Abt viele Privilegien genossen habe, die einer, der gerade dann als Novize, zum Beispiel mit 50 oder 60 Jahren da eintreten würde, so nicht genießen würde. Ne? Insofern, natürlich spielt es eine Rolle. Natürlich spielt das Alter eine Rolle bei der Praxis, aber man kann immer nur an dem Zeitpunkt in seinem Leben beginnen, an dem man gerade ist, ne?
Und ich würde sagen, je früher, desto besser. Je früher, desto besser. Aber wenn du gerade hier zuguckst und du bist schon 60 oder 70 und sagst, ich möchte es aber trotzdem mal probieren, gut, dann musst du es halt mit 60 oder 70 probieren, ne? Okay, so viel zu dieser Frage. Nächste Frage. Was hältst du davon, wenn in Gruppen nach dem stillen Sitzen noch ein Gedankenaustausch stattfindet? Habe jetzt beides erlebt. Viele Jahre lang sitzen nur in einer Sangha, wo es das nicht gab. Und seit einem Dreivierteljahr auch in einer Gruppe in der Nähe und oft auch online, in der nach zwei Runden noch eine halbe Stunde über die Übung gesprochen wird. Mir persönlich ist es lieber nur zu sitzen und zum Ratschen in die Kneipe zu wechseln. Mir geht es da ähnlich, aber da hat jeder auch seine individuellen Bedürfnisse und man sollte sich letztlich nach der Gruppe richten, beziehungsweise wenn einem das dann nicht passt, was läuft in der Gruppe, eine andere Gruppe aussuchen. Ne? Im Englischen spricht man oft vom Sharing. Ne, also das Teilen. Also ich habe das wahrscheinlich das erste Mal in der Form, naja, in Amerika in einer Gruppe gesehen, ne, dass da wurde gesessen und hinterher hieß es Sharing, wir teilen. Ne, ich dachte zuerst, ja, da jeder bringt was zu essen mit oder was wird da geteilt? Ne, und gemeint war, dass jeder darüber reden will, wie das für ihn heute war, ne, und wie das heute abgelaufen ist und man hat dann natürlich auch immer welche, die vor allem sich selber reden hören wollen und gar nicht daran interessiert sind, was die anderen zu reden haben, ne? Aber für andere ist das vielleicht auch wichtig, ne? Vielleicht ist das wichtig, ne? Aber ich gehöre da eher zu denen, die das gut finden, wenn man da einfach mal nur in der Gruppe schweigend sitzt und dann geht man wieder nach Hause. Und wie gesagt, wenn man hinterher noch reden will, dann kann man ja auch in die Kneipe gehen. Aber wie gesagt, ne, da hat jede Gruppe ihren eigenen Stil. Danach eine sehr kurze Frage, vermutlich nicht von einem Muttersprachler, die Frage. Danke wieder für deine ehrlichen Worte, Muho. Das Alleine sein, warum tut das weh? Gibt es da eine Denklösung oder einfach aushalten? Also um die Einsamkeit, um das Alleinsein geht es. Hat vielleicht was zu tun mit der vorherigen Frage, warum manche Menschen das Bedürfnis haben, sich nach der Praxis noch auszutauschen, ne? Andererseits allein sein. Also ich glaube, es geht nicht darum, das Alleinsein zu überbrücken durch Klönen oder was auch immer, sondern für mich bedeutet Praxis eher zu erkennen, dass wir zu Hause sind in diesem Alleinsein, in diesem kosmischen Alleinsein. Und wenn wir jetzt in der Metapher, die ich immer wieder verwendet habe, uns nur als den Darsteller auf der Bühne verstehen, dann fühlen wir uns natürlich allein, weil wir denken, ich bin einer von Hunderten, von Tausenden auf der Bühne, aber oh, ich bin ja ganz allein hier. Und so viel ich auch mit den anderen rede und mich sozialisiere mit den anderen, am Ende des Tages bin ich doch wieder allein und auf dem Kissen bin ich allein. Wenn man dagegen versteht, dass man eins ist mit der Bühne, dann ist dieses Alleinsein eigentlich der natürliche Zustand, das, was vor ein paar Wochen das Da, die reine Präsenz genannt wurde. Es gibt hier nicht
7 Milliarden reine Präsenzen auf der Welt. Es gibt nur eine reine Präsenz im Da und das bist du. Es gibt nur diese eine reine Präsenz. Insofern könnte man auch von Alleinsein sprechen, aber deshalb musst du dich nicht einsam fühlen. Einsam fühlst du dich nur, wenn du diese Präsenz vergisst und dich ausschließlich mit dem Darsteller auf der Bühne identifizierst. Insofern ist es eine sehr wesentliche Frage, ne? Aber warum tut das weh? Gibt es da eine Lösung oder einfach aushalten? Die Lösung ist, dein Zuhause zu finden in diesem Augenblick, im Hier und Jetzt. Ne? Und dann findest du zwar keine Gesellschaft, aber du weißt, dass das Alleinsein eigentlich der schönste Zustand ist. Und dann braucht man auch kein Klönen mehr nach der Praxis. Ne? Aber es stört einen auch nicht. Okay, so viel für heute.